Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, der Einspieler von eben hat euch ein bisschen schon in Frühlingslaune gebracht. Und genau, denn heute starten wir bei Kreativdepot mit einem neuen Freitag unter dem Motto Ostern. Und tatsächlich ist Ostern ja dieses Jahr recht früh, also Anfang April. Und ich bin ja schon sowieso ganz lange in Frühlingsstimmung, eigentlich direkt nach Weihnachten. Und ich hatte jetzt durch einen witzigen Zufall die Möglichkeit, einen Verkaufskoffer zu gestalten. Denn ein Verkaufshäuschen ist so ein Traum von mir. Den kann ich aber leider im Moment noch nicht umsetzen. Aber ist nach wie vor auf meiner Bucketlist. Und so lange habe ich mir einen Verkaufskoffer gemacht, der diese Woche bei einer ganz lieben Freundin in ihrem Ladengeschäft einziehen durfte. Und da habe ich allerlei reingepackt, was ich hier auch so immer bastel und zeige. Ganz viel Verpackung. Und ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einspieler gefallen und vielleicht auch ein bisschen inspiriert für diejenigen, die sich auch ja, kein Verkaufshäuschen erfüllen können, aber vielleicht die Möglichkeit haben, so einen Verkaufskoffer irgendwo unterzubringen. Genau, als kleine Inspiration. Aber ich würde sagen, ich starte mal heute. Kommen ein paar wunderschöne Produkte wieder in den Shop und ich starte mit den Prägefoldern. Da kommt einmal heute dieser coole Hase in den Shop. Der nennt sich auch Embossing-Folder Coole Ostern und ist 11 x 15,5 cm groß. Das Motiv hat eine Größe von circa ja, 6,5 mal 6,5 und ich finde es richtig witzig, hier das Häschen mit der Brille. Sehr, sehr süß. Und es gibt noch einen zweiten Prägefolder und zwar diesen hier. Der hat die Schrift Frohe Ostern und der nennt sich auch Embossing-Folder Frohe Ostern und ist ebenfalls 11 x 15,5 cm groß. Und die Schrift finde ich einfach mega schön. Auch hier dieses O mit diesen Öhrchen dran finde ich sehr, sehr schön. Und auch, dass das Motiv mal nicht oben sitzt, sondern weiter unten, finde ich auch sehr cool. Dann kann man sich nämlich das Blatt Papier auch ein bisschen freier reinlegen. Finde ich sehr, sehr schön. Dann mache ich weiter mit einem Stempelset und zwar mit diesem hier. Das ist wieder von der lieben Carola von Carolas Bastelstübchen. Nennt sich Designline Teelichtbotschaften Hasi. Und da habt ihr einmal frohe Ostern. So läuft der Hase. Gesegnete Ostern, Happy Easter, Osterzeit, Easter Egg. Dann hier so ein Ei, ein Hühnchen. Dann hier so ein Kreis mit so, ja, eierförmigen Punkten, dann einmal Somebody loves you, follow the bunny, he has the chocolate, Egg, Hand und nochmal so kleine Ostereier. Und ich finde, diese Sets sind immer sehr, sehr schön, auch für so Anhänger. Und ich habe daraus ja so einen kleinen, ja nicht Anhänger, aber wie nennt man das ja, so einen höher gesetzten Spruch einfach, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll gerade, gemacht und habe hier eine ganz niedliche Verpackung gewerkelt. Und zwar habe ich die neue Faltbox, die es im Shop von Kreativdepot gibt, ein bisschen aufgepimpt mit ein paar Osterohren und habe dann hier noch so einen kleinen Anhänger von den Medi-Anhängern mir rausgesucht mit diesen Hasenohren und hatte dann, wie gesagt, hier einmal dieses Osterzeit abgestempelt und etwas höher gesetzt. Und dann war eine richtig coole Verpackung fertig. Und wenn ihr das öffnen möchtet, dann könnt ihr hier einfach das Nylongarn aufmachen und diese Ohren zur Seite klappen. Hier und hier und hier unten habe ich es nämlich festgeklebt und dann könnt ihr einfach hier oben den Deckel öffnen. Aber ich habe heute noch ein paar andere aufgepimpte Verpackungen für euch dabei und die zeige ich euch auch gleich. Und morgen kommt natürlich noch ein kleines Video für euch mit diesen ganzen Verpackungen, die ich ein bisschen aufgehübscht habe. Dann habt ihr eine kleine Inspiration und könnt sie, wenn es euch gefällt, auch nachbasteln. Genau, und da habe ich einmal nämlich dieses hier verwendet.
Und dann habe ich einmal noch hier diese Herzbox gebastelt und zeige euch auch in dem Video, wie ganz einfach das geht, hier das Herz einfach so ein bisschen hervorzuarbeiten. Bisschen Nylongarn, ein kleiner Spruch und auch schon war wieder eine Verpackung fertig. Und ihr seht es schon, hier gibt es ein neues Designpapier. Ich kann euch leider tatsächlich nur noch ein paar Reste zeigen. Ich packe mal kurz das Set hier weg, denn ich habe alle Bögen, die ich hatte, weitestgehend verbraucht. Und zwar ist das dieses Designpapier hier. Das nennt sich Designline kleine bunte Frühlingsblumen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das Muster und auch die Farben so schön fand. Und gerade für diese ganzen Verpackungen, die es jetzt mittlerweile gibt, liebe ich einfach solches Papier. Und deswegen habe ich das auch, wie gesagt, fast aufgebraucht. Genau. Zu diesem Designpapier kommt heute noch ein cooles Designpapier. Und zwar diese Hühner hier. Das nennt sich Designline lustige Hühnerbande. Und ich finde das einfach richtig toll, dieses Papier. Die Motive sind einfach so witzig. Also wer das so ein bisschen lustig mag zu Ostern, dem wird das Papier mit Sicherheit gefallen. Und ich habe daraus dann auch noch mal eine Verpackung gemacht. Und zwar habe ich mir die Bonbonbox aus dem Shop geschnappt und habe sie ein bisschen aufgepimpt, denn ich habe sie mir verlängert und habe da so eine Naschi-Schoki-Stange reingepackt und dann eben die Rolle mit dem Designpapier etwas aufgehübscht. Und dann habt ihr nämlich eine richtig tolle kleine Geschenkidee für Ostern. Und hier oben habe ich auch noch ein neues Stempelset verwendet, und zwar dieses hier. Das ist von der lieben Andrea von Frau Blütenstempel und nennt sich Osterpost. Moment. Genau, Designline Osterpost gibt es wieder als Bundle. Ich finde gerade, dass es das als Bundle gibt, immer mega praktisch, weil ich würde mir so eine Schrift niemals so ausschneiden. Ne? Das ist mir immer viel zu blöd. Und deswegen freue ich mich immer, wenn es diese kleinen Sets gibt. Also ich habe, glaube ich, auch mittlerweile alle davon, weil ich die einfach so genial finde, dass man einfach so eine tolle Schrift hat und sich die Schrift direkt ausstanzen kann. Und das kommt heute auch neu. Genau. Und dann gibt es noch ein letztes Designpapier. Und zwar dieses hier mit so richtig wunderschönen Osterkränzen. Auch eine sehr gute Größe. Das nennt sich große Osterkränze. Und die Osterkränze sind wirklich groß. Also ihr seht schon, das ist ein großer Papierbogen. Und die Osterkränze haben so circa, also wenn man jetzt die äußeren hier noch mitnimmt, ja, so gute 14,5 Zentimeter. Wenn man jetzt das Innere so ein bisschen nimmt, dann so Richtung 12,5, 13 Zentimeter. Also da ist dann entweder eine Karte schon relativ schnell voll oder ihr könnt euch auch eine größere Verpackung damit natürlich mal aufhübschen. Dann finde ich so große Kränze nämlich richtig toll, weil wenn die so klein sind, dann geht das manchmal auch unter. Ja, also das gibt es dann heute noch. Dann gibt es heute ein paar Stanzen, und zwar diese hier. Die nennen sich längliches Rahmenset. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, etwas damit zu werkeln, aber ich habe schon ganz viele Ideen damit, denn ich habe bisher ja immer mit diesen Sofortbildstanzen gearbeitet, die ja ein bisschen breiter sind. Aber ich arbeite ja furchtbar gerne mit Slimline-Karten, und da sind solche länglichen, schmalen Stanzen, die diese Rahmen haben, einfach viel besser, weil der Platz natürlich nicht so breit ist. Deswegen freue ich mich, dass wir die jetzt im Shop haben, und die werde ich auf jeden Fall zeitnah noch verwenden. Genau. Dann gibt es heute wieder ein paar tolle Rub-Ons, ne? Also ich liebe ja Rub-Ons, und ich zeige euch mal, welche Bögen es hier gibt. Ach so, das Set nennt sich Waldspaziergang Blumen. Und ihr habt wieder drei unterschiedliche Bögen drin. Und zwar habt ihr einmal nicht festkleben, bitte. Einmal der, den und den. Genau, ihr habt einmal hier
einen Bogen mit hier so einer richtig tollen Blumenwiese unten und oben und dann hier so ganz filigranen, ja, Frühlingsblumen, also richtig schön. Zeige ich euch auch gleich eine Inspiration damit. Und dann hier auch so verschiedenen Schmetterlingen, ein Marienkäferchen, also sehr schön. Und mein Lieblingsbogen aus dem Set war dieses hier, denn hier sind wieder ganz, ganz tolle Kränze drauf. Und was ich richtig toll fand, ist, dass diese Kränze hier schon so eine Eierform haben. Und das habe ich nämlich auch genutzt, weil es kommen nämlich heute noch zwei richtig tolle Stanzen in den Shop. Und deswegen zeige ich euch das auch gleich. Und dann gibt es hier noch mal ein paar größere Blümchen, die auch sehr, sehr schön sind. Auch wieder in diesem Aquarell-Look gezeichnet. Also ein richtig, richtig tolles Set. Ich liebe die Rub-Ons, die wir im Shop haben. Und die kann man einfach so toll einsetzen. Unter anderem habe ich nämlich, ich mache es mal auf, bevor es die ganze Zeit spiegelt, dieses Kärtchen damit gemacht. Und da seht ihr auch schon, es kommt heute noch eine tolle Stanze in den Shop. Und zwar ist das dieses kleine Osterei hier. Also das ist von der Größe her ist es ungefähr 7 cm auf, ja, so circa 5, würde ich sagen. Und das nennt sich Designline kleines blumiges Osterei. Und ich habe diese Karte hier damit gemacht und einmal hier dieses Rub-on-Ei von diesem Rub-on-Set Waldspaziergang und habe mir dieses Ei einmal ausgestanzt und dann einmal mit Distress Oxide Farbe und zwar mit dieser neuen Lost Shadow Oxide Farbe mir hier dieses Ei ja, drüber gewischt und dann es wie eine Schablone verwendet und dann nebeneinander gesetzt und hier einfach noch ein paar Colliro-Spritzer mit dazu gepackt und aus dem neuen Set Osterpost ein paar Ostergrüße drauf gesetzt. Dann hatte ich noch von dem Hasentrio ein Häschen übrig, auch noch mal ein bisschen höher gesetzt und schon war eine Karte fertig. Und ich muss wirklich sagen, ich mag dieses schlichte Design super gerne. Und ja, deswegen ein sehr, sehr schönes Osterei. Und es gibt aber noch heute ein weiteres Ei und zwar ein größeres Osterei, gleicher Stil. Das nennt sich Designline großes blumiges Osterei und das hat eine Größe von circa ja, Richtung, sagen wir mal, 8,8 auf 6,5, so ungefähr. Und damit habe ich auch wieder eine Karte gemacht. Ich hätte mal die Karten vielleicht auch auspacken können vorher. Naja, genau, und da habe ich dieses Kärtchen hier mitgemacht, auch wieder mit den Rub-Ons aus dem Set Waldspaziergang. Da habe ich dann jetzt hier diese größeren Blumen verwendet gehabt und habe mir die hier so um das Ei drumherum arrangiert. Nochmal ein Häschen drauf und wieder aus dem Set von diesem Osterpost den Schriftzug genommen, Colliro-Spritzer drauf und auch wieder super schnell eine Karte fertig gehabt. Hier habe ich das Ei ein bisschen höher gesetzt mit 3D-Pads, damit es noch mehr Dimension bekommt. Ja, ich finde die Karte auch richtig schön und ich finde, die passen auch super schön zusammen. So, kleines und großes Osterei. Genau. Und was ich noch aus dem Osterei gemacht habe, ist ein kleines Tischgoodie. Denn ich hatte bei Action eine Stanze gefunden mit einem Osterei. Das ist diese hier. Und die passt witzigerweise genau oder fast genau, also diese eine Stanze hier passt fast genau hinter dieses Ei. Das heißt, weil das hier so wirklich durchscheinend ist, das ist ja wie so Blümchen. Fand ich das ganz cool, dass diese Stanze dahinter gepasst hat. Dann konnte ich mir das so hinterlegen und habe dann hier ja, so ein kleines Tischgulli daraus gebastelt, was ihr dann zum Beispiel für den Ostertisch als Deko oder so als kleines Goodie für Gäste einfach dazustellen könnt. Und dann habe ich mir hier aus dem Designpapier von diesen Waldtieren noch dieses Eichhörnchen ausgeschnitten. Fand ich irgendwie auch ganz cool für den Frühling. Ein paar Schmetterlinge drauf.
Ja, und schon war es fertig. Finde ich auch ganz cool. Genau. Dann habe ich noch eine Stanze für euch. Und zwar diese hier. Das ist die Designline Blätterkranz. Und das ist wirklich ein super, super schöner Kranz. Ich liebe ja Kränze. Und ich finde, es gibt nicht so viele Stanzen, wo die Kränze mal etwas größer sind. Also es gibt viele Stanzen, wo der Kreis so im Durchmesser so, keine Ahnung, 7 cm oder so hat. Aber der hier hat eine richtig tolle Größe und ist auch ganz, ganz viele Kran gearbeitet. Und ich habe den natürlich auch schon gleich verwendet und habe dieses Kärtchen hier damit gemacht. Da hatte ich mir hier diesen Blätterkranz zweimal ausgestanzt und habe mir den einmal bei dem einen aufgeschnitten. Dann konnte ich nämlich diese Kränze miteinander so verflechten, dass sie so übereinander liegen. Und das hat so eine richtig schöne Dimension gegeben. Also man kann jetzt auch, wenn man das dann aus der Kartenverpackung rausholt, könnte man auch so die Blätter noch so ein bisschen hoch biegen. Dann kriegt das so eine richtig tolle 3D-Optik. Im Hintergrund habe ich dann nochmal aus dem Rub-On-Set von diesen Kränzen etwas ja, gesetzt und hier nochmal einen Spruch und nochmal Häschen, weil ich hatte irgendwie nochmal wirklich ein paar übrig und ich wollte die unbedingt noch verbasteln. Und dann hatte ich hier den einen Kranz mit Aquarellfarbe so ein bisschen noch farbig gestaltet, damit es nicht ganz so weiß ist. Ja. Also auch ein super schnelles Kärtchen und dieser Kranz hat, wie ihr sehen könnt, wenn man jetzt hier von der quadratischen Karte sich das anschaut, eine tolle Größe, weil da wirklich dann schon was auf der Karte drauf ist und das nicht so klein ist. Genau. Und dann war es das auch schon für heute. Mehr habe ich heute gar nicht für euch, aber ich glaube, das war dann doch schon einiges. Und wie gesagt, zu den Verpackungen, also einmal zu dieser, dieser und dieser Verpackung, habe ich euch noch ein Video abgedreht. Das kommt morgen online und da zeige ich euch einfach, wie ihr die Verpackung auch ein bisschen aufpimpen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und wir hören uns, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.